Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Call of Duty Ghost. Mit dabei natürlich der Dennis. Hallöchen. Ich wollte gerade irgendwie Black Ops 2 sagen, aber... Ich hab's mir schon fast gedacht. So kurz Call of Duty Ghost. Ghost. So, und mal was anderes als Team Deathmatch, oder? Ja, wir können aufgeputscht spielen, das ist ganz geil. Aufgeputscht, ach ja, dieses mit dem Abschüsse geben Zusatzfähigkeiten sowie doppelte Punkte und 30 Sekunden Lebenszeit. Verketten Sie Abschüsse, um zu überleben. Okay, nehmen wir das. Ui, da sind ja schon Level 33er. Ja, den höchsten, den ich bis jetzt gesehen habe, der war Level 40, glaube ich. Tja, ein paar Suchtig sind halt dabei, ne? Ich will nicht wissen, wie das auf den Konsolen abgeht. Auf den Konsolen ist das meistens schlimmer als auf dem PC. Naja. So, wir spielen Warhawk. Die Map kenne ich noch gar nicht. Wobei, ich kenne viele Maps noch nicht. Kennst du die Map noch nicht? Jetzt vom Bild her nicht. Ich meine, okay. Panzer stehen in vielen Maps rum auf der Straße. Ja, das stimmt. Die Häuser sehen auch nicht aus, als wären sie gerade frisch gebaut. Nee. Nicht so wie in Nuketown. Ja, da fand ich das Nuketown aus dem ersten Black Ops, fand ich da schöner. Ich habe mir meine neue Waffe gegönnt, die Vector. Ja, von der Waffe habe ich heute auch schon gehört vom Sepp, der meint, der wäre mit der auch übelst abgegangen. Ja, Vector ist ganz gut. Ja. Wird das jetzt random gewählt für jetzt diese aufgeputscht? Nee, du killst jemanden und dann bist du aufgeputscht. Das heißt, dann läuft die Zeit ab, dann bist du halt in dieser Zeit bist du schneller und machst mehr Damage, glaube ich. Ob ich das verstanden habe, aber wenn du niemanden killst in der Zeit, dann stirbst du. Wir haben die Führung verloren. Das heißt, der Kill macht dich quasi auf Droge und wenn du die, wenn du dann nichts mehr nimmst, quasi, verreckst du halt. Ja, gucken wir mal, was wir so schaffen oder ob wir überhaupt mal einen Kill kriegen. Ich meine, wenn die alle aufgeputscht sind, dann ist mir schneller tot als üblich. Ja, ja. Das Problem ist halt nur, dass die Leute schneller an dir vorbei werden. Aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das jetzt hier dann Free for All sozusagen ist. Nicht mit Teams. Okay. Ja, das macht die Sache ja dann schon schwieriger, weil man ja dann noch gezielt nach Gegnern suchen muss und nicht einfach die Person, die man sieht, direkt abknallen kann. Naja. Verdammt, ey. Das macht bei dem Spiel selten Camper sehen, weil wenn er einen abgeknallt ist, kann er jetzt nicht an der Position stehen bleiben, weil er sonst halt stirbt. Das ist so ein kleiner Camperschutz. So, ich habe jetzt auch mal deinen Hinweis berücksichtigt, dass mein Sound zu laut sei. Okay. Ja, weil... Also, beim Angucken des Videos waren einige Stellen, da habe ich mir gedacht, dass du jetzt gegen den Sound ankämpfst, weil du, sobald du es irgendwie geschossen hast oder so im Video, bist du lauter geworden, als wenn du dagegen ankämpfen wolltest. Ja, ja, doch, das ist auch irgendwie so Gewohnheit bei mir. Boah, ich bin aber mal aufgeputscht. Aber im Video war es halt gut, weil du, der Sound war viel zu laut halt, war, im Gegensatz zu deinem Mikrofon. Verdammt, ich brauche einen Kill. Naja, und dann sterbe ich auch noch. Mein Gott. Also jetzt durch den Gegner, nicht durch dieses, Zeitlimit, was abgelaufen ist. Okay. Wir verlieren diesen Kampf. Wir verlieren. Nein, Mama! Schade, ich dachte jetzt, da kamen direkt zwei Stück, so beide direkt wegsnacken, das wäre bestimmt geil, aber. Na, einen habe ich noch gekriegt, die sind so ein bisschen zickzack gelaufen, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, wen ich jetzt als erstes lieb haben soll. Minimap ist immer noch mein bester Freund. War bis jetzt in allen COD so.
Aber Nein! ich weiß nicht, ich bin irgendwie gerade zu blöd. Aber du sagtest, man kann die Abschusskamera wie in Black Ops 2 also überspringen. Ich drücke F und dann ist die Abschusskamera weg. Ach, F war das. So ist zumindest die Standardeinstellung. Mal gucken. Ja, doch, stimmt, hast recht. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen laut gemacht. Ah ja, töte mich ruhig, ist egal. Oh, hier ist ein Hund, verdammt. Ah, er hat mich nicht gesehen, geil. Alter! Oh, komm schon. Ich wollte den Kill. Oh, da ist ein Typ mit seinem Hund. Bei dem Hund bin ich, glaube ich, auch begegnet, aber der hat mich nicht gesehen. Der Hund ist schon mal weg. Oh, da war der Typ. Der Typ ist auch weg. Wo ist er hin? Da! Boah, der hat mich getrollt. Mies. Wachhund bereit, Mama! Lol. WTF 4, denn wir sind ja genau, ein YouTuber, der rennt erst mit der scheiß Granatenwerferkacke rum. Los, Hund. Nein, die sagt komisch. Gib mir den Hund, gib ja, mir den Hund. Geht doch. Den Granatwerfer durfte ich auch immer in der Hand haben, habe ich den schon Abwurf geschnappt. Aber hab noch nicht mal einen Kill mit dem bekommen. Also es gibt, du kannst ja bei den... Bei der Abschussserie kannst du dir also eine andere Klasse quasi. Es gibt ja Supporter und noch irgendwas. Da kannst du dir halt auch eine Klasse aussuchen. Da hast du als zweite Abschussserie hast du so eine Kiste. Die kannst du dir hinstellen. Also du hast die Kiste quasi in der Hand. Stellst sie hin und dann kannst du dir aus der Kiste eine random neue Waffe nehmen. Okay. Wer macht das? Keine Ahnung. Wenn ich doch eine andere Waffe haben will, dann mache ich mir noch die Klasse mit der Waffe. Und nicht. Ich verstehe das nicht. Ich lasse mich doch nicht von. Random Waffen, so Glücksspiel quasi, das ist total bescheuert. Genau, immer den Weibern auf den Arsch schießen. Typisch. So muss das. Ja, 4-8. Also, die Aufwärmrunde war ich deutlich besser, aber naja. Ich glaube, ich bin auch in den meisten Runden noch der mit dem geringsten Level. Okay. Level 33 ist schon krass, wenn man bedenkt, dass das Spiel noch gar nicht so lange draußen ist. Ja, seit gestern, ne? Ja. Wie gesagt, auf der Konsole wird das, denke ich, mal mehr abgehen, weil die konnten das ja schon Tag vorher spielen. Aber ich denke halt aus, solche Personen haben sich bestimmt Urlaub genommen oder gönnen sich halt ja ein paar freie Tage. Ey, Chef, ich muss COD spielen, ich kann heute leider nicht kommen. Ja, ist schon okay, kann ich verstehen. Geht natürlich vor. Ist nur schlecht, wenn dein Chef dann auch blau macht. Und so sagen. Das wäre cool. So, über den Voice-Chat, ne, brüllst du dann deinen Chef an. Du Potsau! So. Und dann auf der Arbeit, hier haben sie ihre Kündigung. Warum denn? Wir haben mich beleidigt. Sie haben jetzt den Potsau zu mir gesagt. Ach, dann waren sie. Ja, Hunter Killer 93. Wobei 93 ist ein bisschen jung. Bisschen. Ist ja mein Geburtsjahr. Echt, bist du 93? Ja. Ich bin 95. Wir liegen in Führung. Aufgeputscht. Nach einem Abschuss muss man weitere landen, um aufgeputscht zu bleiben. Genau, immer aufgeputscht. Hoch. Oh, ja, okay. Aber wir haben ein kleiner Frame-Lag. Ja, wir gönnen uns halt gerade hier auch die höchste Grafikeinstellung, deswegen nicht wundern, wenn wir halt hier mal so einen Sekunden-Lag haben. Ich habe auch so hoch eingestellt, wie es geht. Theoretisch
von den Texturen her hat sich sowieso nicht viel getan. Also von daher, das Gras sieht genauso scheiße aus wie in allen anderen CODs auch, aber es stört einfach keinen. Gerade darum geht's einfach nicht. Wen lügt das jetzt, ob das Gras hochauflösend ist oder nicht? Ja, klar. Aber wie gesagt, ich finde das lässt sich auf jeden Fall besser spielen als Black Ops. Ja. Oh, ich hab nicht mehr viel Zeit. Man stirbt doch. Und dann, boah. Am nächsten hätte ich jetzt die Szene gelöscht, Alter. Das ist ja Katastrophe. So schlecht gerade. Ja, bei der Szene gerade, Alter, ich hab mich so blöd angestellt. Da hat sich einer hinter so Kisten versteckt und ich renne genau mit dem mit, sodass er immer hinter den Kisten steht. Oh Gott. Ich denke mal, mehr als die Hälfte der Zuschauer haben bestimmt in dem Moment einen Facepalm oder so. Achtung, feindliche Vorräte! Lol, ja, sicher doch. Zeig mir, dann bleib ich jetzt sehen. Achso, das war einer, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Ich wollte gerade sagen, der andere, den ich da angeschossen habe, der kann ja doch gar nicht gewesen sein. Was, wo, wer, hä? Ja, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich werde mir natürlich erstmal jetzt so ein paar von diesen Marken sammeln, bevor ich mir irgendwas freischalte. Ja, ich habe auch, ich glaube, bis 20 Marken oder so habe ich erstmal gesammelt und habe ich mir mal die Vector gewöhnt, weil ich halt viele Gegner gesehen habe, die mit der Vector ganz schön abgegangen sind. Und ich mir gedacht, so schlecht kann die ja gar nicht sein. Aber theoretisch könnte man ja auch hingehen und, wenn man jetzt die Waffen ausprobieren will, einfach in den Bot-Modus umschalten, weil da ist ja eh alles freigeschaltet. Ja. Da kann man auch Aufsätze und so ausprobieren, ob das jetzt lohnt oder nicht. Weil das kostet halt alles diese scheiß Marken. 10 Sekunden, wo sind Gegner? Wo? Da. Nein, tot. Ich sterbe mal eher, als die Zeit verlängere. Naja, klar, ich hab's bisher jetzt nur einmal geschafft. Das halt direkt mal zwei, also zwei noch Kills gemacht. Miteinander. Also, das ist jetzt nur eine 2-Abschluss-Serie. Ich muss sagen, jetzt gerade hier bei dem Modus benutzt kaum ein Visier. Also, weil die meisten Gegner direkt vor einem stehen. Also, schießt lieber aus der Hüfte, ja. Ja, halt für den Nahkampf. Ich meine, klar, für den Fernkampf, da bleib ich wieder zum Visier, aber das ist mir dann noch zu umständlich. Okay. Ne, aber nochmal auf die Waffen zurückzukommen, Leute. Also nicht wundern, wenn ich jetzt die ersten Folgen immer nur mit den gleichen Waffen spiele. Also, das wird mit der Zeit kommen, dass die Waffen sich variieren. Oh. Hier ist weit hochgegangen. Wir haben die Führung verloren. Mein Gott. Feindliches Abkommen gesichtet. Aufgeputscht und tot. Super. Immer von der Seite. Wow. Oder von hinten. Je nachdem. Auf jeden Fall immer der Gegner, den du gerade nicht anschießt. Der killt dich dann. Sobald du mit jemandem beschäftigt bist, kommt der nächste Mega geschissen und killt dich. Juhu, ich bin Last Kill. Also.
Wee! Erstmal nach hinten fliegen. Ja, was kann man so als Fazit sagen für aufgeputscht? Auf jeden Fall eine lustige Idee. Sehr schnelles Spiel auf jeden Fall und Camper-Verhinderungs-Modi. Jo. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Beim nächsten Mal werden wir uns, denke ich mal, dann wieder einen anderen Modus raussuchen. Ja, das, damit wir alle mal ausgetestet haben. Genau. Ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben oder auch gern einen Kommentar posten. Weiterhin hast du jetzt die Möglichkeit, unten links auf unser Kanallogo zu klicken. So kommst du direkt auf unseren Kanal, wo du dir weitere Videos anschauen kannst. Zudem kannst du uns sofort kostenfrei abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach auf den Subscriber-Button klicken und fertig. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wenn du möchtest, lass auch dort ein Like oder eine Nachricht da. Und zu guter Letzt stehen dir 3 Videos zur Auswahl, draufklicken, ansehen. Wir wünschen gute Unterhaltung, somit verabschieden wir uns mit diesem Video, bis zum nächsten Mal und hau rein, ciao!